Tada, hier ist das Bein. Wir werden es jetzt füllen. Jetzt fange ich schon an zu singen. Also jetzt singe ich quasi das, was ich tue. Also ich nehme mir jetzt die Füllwatte und dann tue ich da jetzt in das Bein etwas leichte Füllwatte rein. So, natürlich im Fuß wieder mehr. Ich höre jetzt besser auf mit dem Singen, weil sonst fallt ihr alle um. Also in dem Fuß natürlich ein bisschen mehr. Und Richtung Bein wieder wie immer ein bisschen weniger, weil wir natürlich das so, wie ich euch das hier nochmal zeigen kann. Also hier legen wir das quasi an den Körper so an und nähen das auch an. Und wenn wir das zu viel füllen würden, dann wird das total abstehen, wie so ganz dicke Oberschenkel. Das wollen wir verhindern. So. Gucken, wie viel wir brauchen. Ach, ich denke, das wird okay sein. Ja, vielleicht doch noch ein bisschen. Ein bisschen geht noch. Den Rest tun wir weg. So. Muss mal ein bisschen vergleichen mit dem anderen Bein. Ja, das fühlt sich gut an. So. Jetzt häkeln wir das Bein zusammen. Ich denke dann mit 6 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schneiden Faden ab. So, jetzt haben wir das auch schon. Natürlich auch wieder zwei Beine brauchen wir. Als nächstes fangen wir jetzt an mit dem Rüssel. Und da machen wir jetzt einmal 5 feste Maschen in den Maschenring. Unordentlich hier, ne? Ich tue das mal alles ein bisschen auf Seite. Also 5 feste Maschen in den Maschenring haben wir gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, eine Kettmasche. Schwupps. Jetzt 5 feste Maschen in das hintere Maschenglied. 1, 2, 3, 4, ja, ich weiß, Mädels, ist eng. Fünf. So, jetzt verdoppeln, eine feste Masche verdoppeln, eine feste Masche verdoppeln. Das heißt also, jetzt gehen wir wieder durch beide. Doppeln, eine feste Masche, was ist denn hier für ein dickes Ding? Verdoppeln, eine feste Masche und noch einmal verdoppeln. Jetzt müsstet ihr 8 feste Maschen in dieser Runde haben. Jetzt machen wir 2 feste Maschen verdoppeln, 2 feste Maschen verdoppeln, 2 feste Maschen. Mal eben kurz den Maschenmarkierer. Also
zwei feste Maschen. Dann verdoppeln wir. Dann machen wir 1, 2 feste Maschen. Dann verdoppeln wir. Muss man verdoppeln. Und dann machen wir 2 feste Maschen. Als nächstes machen wir 4 Runden mit 10 festen Maschen. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 und noch die letzten 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Wundert euch nicht, wenn das so ein bisschen komisch aussieht, das wird später so nach innen gestülpt. Also dann wird das so aussehen, gleich der Rüssel, ne? Oh, seht ihr das? So, wir stülpen das etwas nach innen. Genau, 4 Runden à 10 feste Maschen oder 40 feste Maschen insgesamt. Jetzt sind wir in der 9. Runde angekommen. Jetzt machen wir 4 feste Maschen, eine Verdopplung und das machen wir zweimal. Das heißt also 4 feste Maschen, eine Verdopplung. 1, 2, 3, 4 feste Maschen. Erste Verdopplung. Ihr seht das nicht, aber hier kommt so ein Riesenknoten auf mich zu. 1, 2, 3, Gott, oh Gott, 3. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 4. Und das ist die zweite Verdopplung. So von der Seite wie so ein Hai. Nö, 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 nö. Kam dieser Knoten auf mich jetzt zu. Der ist immer noch hier im Übrigen. Den kriege ich gerade gar nicht so richtig weg. So, jetzt haben wir 2 Runden mit 12 festen Maschen, die wir jetzt machen. Also, wir häkeln jetzt 2 Runden mit 12 festen Maschen. Gleich kommt wieder dieser Knoten, hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und noch eine Runde. Jetzt kommt er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ganz schön lästig hier. Das ist ja ganz schön lästig hier. Moment mal, ich kämpfe gerade noch so ein bisschen. Ein Moment. So, jetzt haben wir
Fünf feste Maschen, eine Verdopplung mal zwei. Versuche mich gerade hier von dem Knoten zu befreien, aber scheinbar wird er mich auch weiter begleiten. Jesus, Maria und Josef. Stimmt denn bei dir nicht? Wartet, Leute, kann sich. Ich glaube, ich muss mal eben kurz ein Päuschen machen, um diesen Knoten zu trennen. Bis gleich. Nee, der Knoten wollte sich nicht trennen lassen. Den musste ich jetzt abschneiden. Der wollte scheinbar irgendwie zusammenbleiben, dieser Knoten. Also, wir waren jetzt stehen geblieben bei fünf festen Maschen, eine Verdopplung mal zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf feste Maschen, erste Verdopplung. Und jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf feste Maschen und hier ist die zweite Verdopplung. So. Jetzt haben wir zwei Runden mit jeweils 14 festen Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14 und noch eine Runde, Mädels. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 11, 12, 13, 14. Wie auf dem Markt, auf dem Jahrmarkt. Und noch eine Runde. Hier wird angefeuert. Jetzt haben wir sechs feste Maschen, eine Verdopplung. Zweimal, sodass wir auf 16 feste Maschen kommen. Also 1, 2, 3, 4. 5, 6 feste Maschen, erste Verdopplung und noch eine Runde. 1, ich höre auf. 2, 3, 4, 5, 6, verdoppeln. Jetzt haben wir ja 16 feste Maschen in der Runde. Jetzt machen wir drei feste Maschen, eine Verdopplung und machen das viermal. Also eins, zwei, drei feste Maschen, erste Verdopplung. Eins, zwei, drei feste Maschen und die zweite Verdopplung. Eins, zwei, drei feste Maschen und die dritte. Und eins, zwei, drei feste Maschen und die vierte Verdoppelung. So, jetzt müssten wir 20 feste Maschen in dieser Runde haben. Jetzt machen wir vier feste Maschen, eine Verdoppelung mal vier. Eins, zwei, drei, vier feste Maschen, erste Verdoppelung. Eins, zwei, drei, vier feste Maschen, zweite Verdoppelung. Eins, zwei, drei, vier feste Maschen und die dritte Verdoppelung. Eins, zwei, drei, vier feste Maschen und die vierte Verdoppelung. Jetzt hatten wir 24 feste Maschen in dieser Runde.
Jetzt machen wir einmal, hoi, jetzt geht's los. Jetzt machen wir diese Kurve. Also, wir machen jetzt 11 halbe Stäbchen. Das heißt, ihr nehmt einen Umschlag, geht hoch und mascht alles zusammen ab. Eins. Zweites halbe Stäbchen. Drittes halbe Stäbchen. Viertes halbe Stäbchen. Fünftes halbe Stäbchen. Sechstes halbe Stäbchen, siebtes halbe Stäbchen, achtes halbe Stäbchen, neuntes halbe Stäbchen, zehntes halbe Stäbchen und elftes halbe Stäbchen. Jetzt machen wir eine Kettmasche, eine Luftmasche, drehen die Arbeit um. Und von innen häkeln wir jetzt 12 Stäbchen zurück, sozusagen. 12 halbe Stäbchen zurück. Also, das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 halbe Stäbchen. Und jetzt machen wir wieder eine Kettmasche hier rein. Jetzt quasi in die nächste Masche. Faden lang abschneiden, zum späteren Annähen. Also ich mache ihn jetzt nicht allzu lang, weil ich nehme dafür grauen Baumwollfaden, weil mir das sonst zu viel Gefussel ist, um ehrlich zu sein. Versuche es mir gerade, mich damit abzugewöhnen, den Faden so abzuschneiden. Soll ich nehme dann Baumwollfaden. So, jetzt füllen wir das Ganze ein bisschen in der Spitze, nicht ganz so viel, damit ihr das noch umstülpen könnt. Also natürlich auch, da füllen wir auch rein, aber halt eben so, dass es noch umstülpbar ist. Dann sieht ja so ein bisschen niedlicher aus. Das kann man auch festnähen, damit es so bleibt, aber ich denke, das ist eigentlich gar nicht, fast gar nicht nötig. So, hier wird weitergefüllt. So, am Ende, wenn angenäht oder wenn wir annähen, dann füllen wir noch hier so ein bisschen die Reste auf. Aber so können wir das schon mal erstmal hier stehen lassen. So, mach mal ein kurzes Päuschen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt machen wir als nächstes einmal die Schleife. Wir nehmen uns jetzt ein bisschen rosa. Und machen jetzt einmal die Schleife. Das heißt also, ihr macht einen Maschenring. Ich muss hier einmal mit der Kettmasche wieder in die erste Masche da rein. Und jetzt macht ihr zwei Luftmaschen. Jetzt macht ihr drei Stäbchen. Erstes Stäbchen, zweites Stäbchen und hier kommt das dritte Stäbchen. Jetzt macht ihr zwei Luftmaschen und einmal eine Kettmasche hier rein in den Maschenring. Schwupps. Jetzt macht ihr erneut zwei Luftmaschen, jetzt wieder drei Stäbchen. In den Maschenring. Eins, zwei, drei. Wieder zwei Luftmaschen und einmal die Kettmasche. So ein bisschen enger schnüren. Den Faden etwas länger abschneiden.
Ich mache jetzt hier nochmal so eine kleine Fixierung. Das heißt also, ich mache da nochmal so eine kleine Mini-Kettmasche hin. Und jetzt wickel ich den Faden, den wir etwas länger abgeschnitten haben, jetzt so zwei, dreimal hier drumherum. Möglichst halbwegs ordentlich. So. Und mache das hier einmal hinten mit einem Knoten fest, dass da nichts mehr verrutschen kann. Schwupps. Also am besten so ein Doppelknoten. Und dann habt ihr schon mal die Schleife fertig, die später an den Rüssel so dran kommt. Ne? So. Genau, dann haben wir das auch schon. Jetzt können wir genau noch das Herzchen machen. Da fangen wir am besten mit diesen vielen Farben an. Wir nehmen jetzt einmal dunkelblau. Oder ihr nehmt einfach die Farbe, die ihr so am schönsten findet. Wir machen jetzt einmal, jetzt wollte ich schon so den Maschenring machen. Wir machen jetzt einmal wieder den Maschenring. Und jetzt muss ich ja erstmal mit einer Kettmasche wieder in diese erste Masche rein. Jetzt machen wir zwei Luftmaschen. Eins, zwei. Zwei Stäbchen. In den Maschenring natürlich immer. Eins, zwei Stäbchen. Jetzt machen wir drei halbe Stäbchen. Auch alles immer in den Maschenring rein. Eins, zwei, drei. Jetzt machen wir wieder ein Stäbchen. Ist schon nicht mehr so viel Platz gefühlt. So ein Stäbchen. Jetzt machen wir drei halbe Stäbchen. Ach, wartet mal. Drei halbe Stäbchen. Eins, zwei, drei halbe Stäbchen. Jetzt machen wir zwei Stäbchen. Eins, zwei, wird schon ganz schön eng hier. Zwei Luftmaschen und eine Kettmasche in den Maschenring. Okay, die nächste Farbe ist dann jetzt bei mir dieses Hellgrün. Da müsstet ihr dann schauen, welches ihr dann nehmt. Ich tue das jetzt einmal hier durchbringen, ziehe das hinten fest, schneide dieses eine Blau jetzt hier einmal ab. Mache das jetzt mal eben hier ein bisschen fest. So. Okay. Jetzt machen wir zwei feste Maschen. Eins. Nee, da waren wir falsch, glaube ich. Vier war die erste. Eins. Zwei feste Maschen. Jetzt machen wir zwei feste Maschen in eine Masche rein. Eins, zwei. Drei feste Maschen machen wir jetzt. Eins, zwei, drei.
Immer schön locker häkeln. Zwei halbe Stäbchen in eine Masche. Das heißt also eins, zwei, drei feste Maschen. Eins, zwei, drei. Zwei feste Maschen in eine Masche. Zwei feste Maschen und eine Kettmasche in den Maschenring. Zwei feste Maschen, eine Kettmasche in den Maschenring. So, jetzt sind wir schon bei der nächsten Farbe. Jetzt habe ich Gelb genommen. Das nehmen wir dann auch wieder. So. Die schneiden wir dann jetzt einmal ab, die Farbe. Ich knote nur ein bisschen schon mal hier an. So. So. Okay. Zwei feste Maschen haben wir jetzt. Das heißt also, eins. Wartet mal kurz, ich muss mal kurz schauen, ob wir hier richtig sind. Eins, zwei feste Maschen. Das Garn ist etwas dünner als die anderen. Okay. Dann zwei feste Maschen in eine Masche. Eins, zwei feste Maschen in eine Masche. Jetzt haben wir vier feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier feste Maschen. Jetzt zwei Stäbchen in eine Masche. Eins, zwei, dann vier feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt haben wir wieder zwei feste Maschen in eine Masche. Eins, zwei. Dann drei feste Maschen. Eins, zwei, drei feste Maschen. Jetzt haben wir einmal hier die Kettmasche wieder rein. Und wir können jetzt, weil das so ein bisschen auch auseinanderklappt, auch hier einmal so eine Kettmasche in die erste feste Masche machen. So, jetzt haben wir die letzte Farbe und das ist wieder rosa bei mir. Das heißt, dann nehmen wir das einmal hier mit. Schwupps. Seht ihr, das Gelb ist etwas kleiner. Etwas dünner als die anderen. Da muss ich jetzt einmal schauen, ob das dann auch mit dem Herz so hinhaut. Mit den Maschen am Ende. Weil das dann natürlich sich auch etwas verschieben könnte. Jetzt habe ich aber viel Gefussel hier. Jetzt haben wir einmal drei feste Maschen. Das heißt, hier hatten wir die Kettmasche drin. Eins, zwei, drei feste Maschen. Dann haben wir zwei feste Maschen in eine Masche. Eins, zwei. Jetzt haben wir fünf feste Maschen. Eins, zwei, drei,
4, 5. Dann haben wir 2 Stäbchen in eine Masche. 1, 2. Dann haben wir jetzt 3 feste Maschen. 1, 2, 3. Dann haben wir wieder 2 Stäbchen in eine Masche. 1, 2. Dann haben wir 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4. 5 feste Maschen. Eine Kettmasche durch den Maschenring. Eine Kettmasche durch den Maschenring. Und hier mache ich jetzt auch noch mal eine Kettmasche in die erste Masche rein. So. Ich mache das jetzt mal ein bisschen länger hier. Fixiere das jetzt noch einmal zusätzlich. So, es krümmt sich jetzt natürlich aufgrund der unterschiedlichen Größen der Wolle hier von diesem gelben auch, aber das ist nicht schlimm. Ich schiebe das einfach ein bisschen zurecht. So, und dann können wir das später einfach ans Ohr dran nähen. Okay, ich mache ein kurzes Päuschen und dann geht es weiter mit den Ohren. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir einmal zu den Ohren. Und da brauchen wir 4-mal das gleiche Öhrchen, weil wir beide Ohren, also beide doppelten Ohren sozusagen aneinander häkeln. Deshalb brauchen wir 4-mal diese Ohren. Auch wieder in unserer Hauptfarbe hier. Ich mache jetzt einmal wieder den Maschenring bzw. meine 2 Luftmaschen und mache jetzt hier einmal wieder 6 feste Maschen. Hoppla, 6 feste Maschen rein. 1, 2, 3, 4. 5 und die 6. Jetzt einmal wieder eine Kettmasche. Jetzt verdoppeln wir 6-mal. 1, 2, 3, 4. 5 und einmal die 6. Jetzt machen wir eine feste Masche, eine Verdopplung mal 6. Also wir vergrößern uns jetzt. Eine feste Masche, erste Verdopplung, eine feste Masche, zweite Verdopplung, eine feste Masche, dritte Verdopplung, eine feste Masche, vierte, eine feste Masche, fünfte, so, und eine feste Masche und die 6. Verdopplung. So, genau, jetzt geht's weiter. Ich sag euch jetzt auch, wie es weitergeht. Jetzt macht ihr 2 feste Maschen, eine Verdopplung mal 6 in der Runde.
Dann macht ihr da nach 3 feste Maschen eine Verdopplung in der Runde. Dann macht ihr 4 feste Maschen eine Verdopplung in der Runde. Dann macht ihr 5 feste Maschen eine Verdopplung mal 6 in der letzten Runde, sodass ihr auf 42 feste Maschen kommt. Ja, also ihr häkelt das jetzt größer. Erstmal in der Runde mit 2 festen Maschen eine Verdopplung mal 6. Danach in der Runde macht ihr 3 feste Maschen eine Verdopplung mal 6. Danach macht ihr 4 feste Maschen eine Verdopplung mal 6. Und danach macht ihr 5 feste Maschen eine Verdopplung mal 6, sodass ihr auf 42 feste Maschen kommt. Und dann sehen wir uns wieder. Also wie schon gesagt, ihr müsst das Teil mit den 42 festen Maschen am Ende in der Runde, das brauchen wir 4-mal, müsst ihr dieses Ohr machen. Bis gleich.